There's several videos. On your YouTube on channel. YouTube, anyway. Right. Three at least. Three at least. Yeah. Yeah, super. lovely. I think we're live. Yeah, okay. I think we are. So are you gonna make introductions? I'm not gonna make an introduction. I think yeah. we already have made introductions. Yeah, I think everyone knows we're quite the professionals. Yeah. Yeah. I think we need to do a couple more of these. Introductions? No, I think we need to do a couple of more live streams. Yes, I'm afraid so. So Whoops. That we know what the hell. Look, this keeps falling That's down. So I'm just gonna. You're just gonna leave that there. Okay. Yeah. Yeah. Fine. Right, and we were gonna do it in German, weren't we? Yeah, we were. Yeah. Yeah. So are we doing that? The only thing that's confusing now is how to. So apparently we are live. Right. But the interesting thing is. Yeah, we're live. Yeah, we are live. So, hi everyone. The only thing is. Klappt noch nicht so gut, ne? What I'm trying to do is just get things working. Guck mal, wie schön ich an meinem Handy gleichzeitig sein kann und Anthony an seinem Laptop, wenn wir eigentlich live sind. Yeah. Yeah. Maybe you can have a look on YouTube. Yeah, I'll have a look on YouTube. And have a look at that. Er soll Deutsch reden. Also, er soll Deutsch reden. Yeah. Entschuldigung. So, machen wir. So, Deutsch. Okay, Deutsch. Wir ja. sind jetzt auf Deutsch. Also, wir scheinen auf YouTube jetzt, also Leute, Entschuldigung, ne? Ja. Wir sind leider, was sowas angeht, blutige Anfänger. Und deswegen machen wir das ja auch heute. Ah ja, hier. Da sind wir ja. Okay. Da sind wir? Ja, da sind wir. Und da sind auch Kommentare. Ich hoffe nicht. Ihr seid blöd. Ihr seid total die Profis, ne? Naja, Gott sei Dank haben wir Tee. Und genau, das ist alles wir haben gut. Tee und meiner ist schon fast, naja, nee, nicht ganz. Mm. Also. Also. Wir üben das noch ein paar Mal. Was sollen wir machen? Wir üben das noch also, ein paar Mal. Also, genau. Wir würden das in Zukunft würden wir das dann so ein paar Mal üben. Yep. Dass alles funktioniert, wie es sein sollte. Genau. Und ja, wir haben noch eine Perspektive. Ja. Das müssen wir so angucken. Okay. Aber das magst du nicht, ne? Nee. Das magst du nicht. Ja, so ist besser. Okay. So, warum machen wir das, Mona? Wir wollten uns darüber unterhalten, wie wir die Hochzeiten bewältigen in der Corona-Krise, ja. trotz geringerer Gästezahlen. Die Corona-Krise? Ja, Corona-Pandemie. Ja. Zeiten. Genau. Es hört sich nicht so dramatisch an. Soll ich es dramatischer ausdrücken? Nein, aber das ist, was ich nicht wirklich mag von dem Medien. Ja, wir haben ein Problem. Und ja, das ja. hat so viel eskaliert. Definitiv in die letzte, was ist das jetzt, so zwei, drei Wochen hier in Deutschland. Mhm. Aber so dieses Krise. Okay, du möchtest es anders nennen, ja? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, tut mir leid. Ich glaube, ich habe zu viel Nachrichten gelesen in den letzten Tagen. Ja. Viele nehmen es ja als Krise wahr und die ganzen Einschränkungen, die dadurch kommen. Ja. Wir können es ja einfach die Corona-Situation nennen. Situation. Nennen. Ja, ja, genau. Ja, können wir okay. das dann so auch nennen. Okay. Finde ich auch schön. Ja, okay. Also, ich meine, du und ich, wir haben ja jetzt beide in diesem Sommer, wir werden ja auch ziemlich viele Hochzeiten zusammen. Eigentlich schon, ja. ja. Wie viele Hochzeiten hast du geschafft dieses Jahr? Oh, das habe ich gar nicht gezählt. So hast nicht. Du deine gezählt? Ich habe mal sieben am Ende. Sieben. Also ich müsste jetzt wirklich überlegen, wie viele. Aber ich habe im Juli hatte ich, glaube ich, noch keine, weil da brauchten wir noch Vorlauf. Im Juni hatte ich eine, aber da war ja noch beschränkt. Ja.
Welche hatten wir denn? Was war denn? Unsere erste war Christine. Christine und Philipp. Ja, aber die war im Juli, ne? Das war 24. Juli. Ja, okay. Dann ging es da los. Ja. Ja, okay. Für mich ging es los. Ja, und für mich im Grunde auch, weil die davor war im Juni und das war noch unter It was restricted. es war noch nicht, die haben ja gesagt, ab 12. Juli 150 Personen. Ja, genau, da waren ja, wir da hier diese Side-Shooting. Ja, yeah, ja, yeah, ganz genau. Das haben und wir dann so gemacht. Dann kam Fred. Wo waren wir? Hier diese Alpaka. Alpaka Farm. Genau. Echt schöne Location, muss ich auch sagen. Und es war auch echt schöner Tag. Ja, es war ein super schöner Tag. Ja. Und da wollten wir ja auch gerade mal zeigen, wie man so eine Feier mit wenigen Personen in der Corona-Zeit umsetzen kann. Mit ja. Zelt und... Ja, ganz genau, weil alles, ist, ja, weil alles soll so offen sein, ja. Nicht wirklich in einem geschlossenen Raum. Genau. Und ja, definitiv von dieser, ja, diese Zelten, die wir nutzen da, das ist alles ja. Und schön und offen, aber immer noch bedeckt. Ja, und vor allem Wetterschutz auch, ne? Also... Auch bei strahlendem Sonnenschein möchtest du ja nicht deiner knallen Sonne. Ja, das ist es. Viele, viele denken schon mal über, ja genau, wir brauchen ein Zelt wegen Regen ja, und so weiter. Aber die denken nicht an die Sonne. Denken nicht an der Sonne. Es ist genau. Oh, wie schön ist das, 30 Grad und ja. Dann 45 Minuten in 30 Grad zu sitzen, bei einer so Trauung, nein. Vor allem nicht, die Frau hat Make-up, ne? Ja. Und dann fängt das irgendwann an so. Das Männer hat keine Make-up. Nee, ah. Nee. Ja. Ja. Genau, und das war so langsam, ist alles, man könnte sagen, wieder so fast normal. Genau. Wir haben schon diese Richtlinien, die wir so ja. folgen mussten, so Maske tragen genau. zum Beispiel zum Buffet. Buffet. Ich weiß noch, und dann durften wir uns das auch nicht selber nehmen, sondern wir mussten dann sagen, hier, ich nehme was von dem Kartoffelgratin und noch ein bisschen die helle Soße dazu. Und dann haben die uns das, weißt du noch, als wir da zusammen im Weißen Ross gegessen haben? Ja. Bei Chris und Lisa? Ja. Ja, da haben die doch uns das so sogar aufgefordert. Ja, ganz genau. Und das, ja. das finde ich absolut korrekt, ja. was die haben da gemacht. Ja, weil auf ich jeden war Fall. In einer anderen Location ja, und das auch. War nicht der Fall. Ja, ich auch. Und ich sag denkst, jetzt nicht wo. Also, ja, aber. Und alle waren am Buffet, keiner hat richtig Abstand gehalten. Alle haben die gleichen Löffel. Ja, das ist es. 80 ne? Personen an den gleichen ja, genau. Löffel. Das ist so, ja. nee, das ist, genau. nein, einfach soll bedient ja, genau. werden. Genau. Und ich habe das auch so sehr toll gefunden, von, ja, die Masken zu tragen, so beim Buffet oder auch so bei der Theke, um etwas zu bestellen. Ja. Ich weiß, dass so bei mir als DJ, das war... Einmal, wo, wenn einer ist zu mir gekommen ja. und wollte etwas wünschen, dann habe ich meine Maske an, so, ja. so angezogen und ein paar Leute hat auch ihre Maske getragen. Ja, siehst du. Aber in den meisten Fällen war das nicht. Und ich sollte das nicht sagen. Nee, stimmt. Aber ich würde das jetzt sagen. Ja, sag mal jetzt. Ist das so, komm 3 Uhr morgens, ist... Ja, so ein paar Gäste auf verschiedene Veranstaltungen haben die gesagt, ach ey, Mann, komm schon, mach mal die Maske auf. Und das ist so, nein, ja. ihr versteht das nicht. Ja. Eigentlich bin ich als DJ mit Kontakt mit wirklich vielen Leuten, jede Wochenende. Ja, genau. Du bist unterwegs. Dass im Endeffekt, dass ich eine Maske trage, ist für die andere Gäste eigentlich zu schützen. Ganz genau. Na, nicht anders, ja. anders mal rum. Ganz genau. Aber da war ich an meiner letztes Mal, wo ich habe mal aufgelegt, weil ich glaube, ja genau, weil dann haben wir noch 2 Hochzeiten zusammen gemacht, wo ich habe mal nur meine Licht ja, hingestellt. Genau. Aber das letztes Mal, wo ich habe mal aufgelegt, das war so ganz kurz bei kurz vor dem Öffnungstanz, habe ich im Endeffekt alle so kurz mal erinnert, dass wir sind hier noch in Corona-Zeit yeah. und dass wenn die dann kommen zu mir, yeah. Das wäre ich so schön finden, wenn die eine Maske tragen. Ja, würde.
Super. Und dann hat jeder, eine Maske getragen. Ja, siehst du? Und es braucht nur, was weiß ich, 10 Sekunden, 20 ja, Sekunden ja, zu sagen. Klar. Und dann und, war und das denn. Aufzusetzen. Ja, genau. Aber da war das denn so, okay, jetzt haben wir das geklärt. Ja. Jetzt können wir weiter und jetzt können wir feiern. Ja, und es ist einfach ein neuer Alltag. Ja. Dadurch. Und es muss einfach integriert werden. Ja, ganz und, genau. Und dann passt das auch. Ja. Denke ich. Und ja, das war echt cool. Und jetzt sehen wir, dass wegen den Einschränkungen, das war genauso dem Feiern, wo waren wir hier, dieses Schloss nochmal? Ah, Wasserschloss Tienhausen. Tienhausen. Ja, ja, genau. Genau, da, und das war auch so mit wenigen Personen. 19 ja. Waren das insgesamt. Genau, so unter den, obwohl, ich meine, wann war das? 10. Oktober. Ja. Und das bedeutet, wir hatten nicht so wirklich diese Einschränkungen, oder? Nee, hatten wir noch nicht. Nee. Also, ich glaube am 10. Oktober, da war das so, da hätte man... Wenn man mit mehr als 25 Personen geheiratet hätte, hätte man das anmelden müssen ja, im ja. Ordnungsamt. Aber die hatten ja nur 19 insgesamt. Genau. Somit war es nicht mehr meldepflichtig. Und das war und das. Dann ging ja. das im Prinzip los mit dem Inzidenzwert. Ja. Ja. Und das war der Moment für mich, habe ich gesehen, dass langsam dieses, ja, dieser Trend zu sagen, wir wollen nicht mehr. Absagen. Ja, genau. Es ist für uns egal, ja. wir arbeiten immer noch innerhalb von die Einschränkungen, die wir ja, haben, ob das genau. ist denn immer noch so 50 Personen, 25 ja. Personen, unter 10 Personen, dass man möchte gerne immer noch heiraten mhm. Und dann mach mehrere Gedanken über eine größere Feier, wenn zum Beispiel, ja. dass wir haben einen Impfstoff oder ja, sonst genau. was, wo vielleicht nächstes Jahr, Sommer nächstes Jahr, vielleicht ist das denn doch in 2022. Ja gut, ich meine alleine deswegen ja schon bedingt, weil 2021 voll ist. Das ist die nächste Sache. ja. Ja, das ist, ja, es ist noch ein Teil zu den Situationen, die wir haben, ist, wir wollten wirklich alles tun für unsere Brautpaare dieses Jahr. Und als jemanden hat angerufen, hat gesagt, wir wollen gerne so verschieben, entweder hier am Ende dieses Jahres ja. Oder an nächstes Jahr. Ja. Ja, genau, das war das. Aber wir sehen schon, dass ich persönlich, ich habe mal schon Kunden, die haben für nächstes Jahr gebucht, die haben ein Datum jetzt ja. gebucht und jetzt wollen die das jetzt auf ach, 2022. Jetzt die, ja, okay. ja, das meine Paare, die in 2021 heiraten, ja. die haben mich alle angesprochen und gesagt, hey Mona, was glaubst denn du, was passiert? Da habe ich natürlich gesagt, I don't know. Ja, ja, genau. Und dann haben die aber gefragt, ja, was ist denn, wenn wir das verschieben müssen? Ja. Dann habe ich gesagt, ja, dann versuche ich euch das möglich zu machen. Mhm. Na? Genau. Ich spreche im Moment mit allen meinen Brautpaaren darüber, die in 2021 heiraten möchten, wenn die mehr Gäste haben, also 50 oder so. Ne? Mhm. Viele haben 100 Gäste, 120, 150 Gäste. Ich frage die alle, werdet ihr denn trotzdem feiern, auch wenn wir die Gästezahl runter reduzieren müssen? Ja. Ja. Oder möchtet ihr dann verschieben? Weil man muss darüber nachdenken. Ja. Ja. Und man muss diesen Plan haben, diesen Backup-Plan irgendwie. Ja, es ist so ein bisschen störend, ist nicht das richtige Wort, aber es macht Umstände. Ja, ja, die Veränderung, nicht nur die Veränderung, die wir haben für mhm. dieses Jahr, für nächstes Jahr, in wie viele Personen darf zusammenkommen. Nicht nur, was Fakt ist, ja. aber manchmal, wir haben in den Medien so dieses Debatte mhm. über, oh, es kann sein, dass das wird noch weniger. Und, ja. und so hier in Nordrhein-Westfalen, wir hatten bis zu 150 Personen, aber dann kommt einer so ein kleiner Geruch über,
oh, vielleicht wird das denn noch 25. Ja, genau. Und dann haben wir dann sofort gesehen, dass die Brautpaare sind sofort dann gemeldet, ja, und haben gesagt, okay, jetzt sagen wir dann so ab. Ja, Oder genau. in eine. Aber haben ja nicht alle, ne? Also, nein, nicht alle. Aber, also viele. Ja, aber was ich wollte damit sagen, ist zum Beispiel bei den Brautmodegeschäft. Ja. Ja, die sind gerade da und alles war wieder offen und dann kommt irgendwas ja da. Es war nicht bestätigt. Ja, ja. Und zu sagen so, oh, es kann sein. Mhm. Und dann sofort hat die Braut dann so in den Geschäft dann sofort angerufen und gesagt so, stell alles so, wir warten erstmal ab. Ja. Und das ist definitiv eine, ja, ein Problem, die wir sehen, ja, dass durch, nicht, dass wir wollen wirklich über die Medien lästern, nein, aber wenn einer sagt oder ein Politiker sagt, ja, oh, genau, das kann wir wollen sein, eventuell, wir denken darüber nach, genau, dann ist und das ist hier WhatsApp 10.000 Mal, ja, genau. Oh nein, Mona, was passiert? Ja, 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 ganz genau, und genau, das ist es, ist, dass du hast denn diese Sofortreagierung über irgendwas, das noch nicht bestätigt ja, ist, ja, genau, und das bringt Unruhe und wir ja wissen ganz genau, dass das, ja, ich würde sagen, in, von meiner Seite, die 10 Jahre, wo ich habe mal Hochzeiten gemacht, ich würde sagen, durchschnittlich bin ich bei, ja, so 80, 85 Personen, so durchschnittlich. Ja, würde ich auch sagen, 80 ungefähr. Ja, das ist die meisten Personen. Also in den letzten Jahren sind die Hochzeiten größer geworden. Ja. Ja. Ja, genau. Also ich habe mal angefangen, das war so mehr 60, ja, 60, genau, 70. Und dann so irgendwie 2015, 16, dann steigert sich das so langsam auf 80, ja, 90 und jetzt zuletzt in den, ja, 2018, 19, 20 planen dann auch schon viele mit 100, 120, 150. Ja, 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 es ist immer noch bei mir so seltener. Ja. Aber ja, das habe ich auch so schon gesehen. Wir waren schon so ein paar Mal so, ja, wir wollen mit 120 ja oder 140 Personen so feiern. Und wir wissen ganz genau, dass in dieser Corona-Zeit, das kann man so wirklich in so einer Menge planen. Das ist so... Schwierig, ne? Ja, ganz... Also, ich weiß ja noch, da im Oktober, als wir die Hochzeit von Tanja und Tobi hatten. Ja. Ne? So, die sollte ja am 24. Oktober stattfinden. Mit eigentlich 120 Personen. Die beiden haben sich aber schon im Sommer bei mir gemeldet und gesagt, hey Mona, wir wollen mal lieber auf 50 runtergehen, weil wir wissen ja nicht, was passiert. Obwohl es ja im Sommer ja super war und wir im Sommer ja auch die großen Hochzeiten ja ausgerichtet haben. Ne? Mhm. Und trotzdem haben die sich schon Gedanken gemacht und gesagt, hey, wir wollen das ein bisschen reduzieren, wir gehen jetzt mal auf 50 runter. Und ja, dann wurde das so langsam das wieder. Ja. Ich wird langsam so gelangweilt von nur eine Perspektive. Seid ihr gelangweilt, Leute? Könnt ihr meine Mail und mein Handy? Trotzdem, weiter. Ja, genau. Und dann kam das, wurde das ja alles wieder ein bisschen ja, heikler mit dem Infektionsgeschehen. Die Zahlen sind wieder gestiegen. Und es kam dieser Inzidenzwert raus und am 10.10. war ja noch alles tipptopp, ne? Also Tobi und Frederik hätten zum Beispiel mit mehr Gästen heiraten können. Ja, ja. Ne? So, da war die Hochzeitsgesellschaft ja aber sowieso so klein angedacht, insofern gab es da jetzt keine Veränderung. Aber für unsere Hochzeit am 24. Oktober, da wurde das ja dann echt brenzlig. Also da hieß es dann, ja, 50 geht gerade noch so, wenn man das denn anmeldet. Und dann ging das zack, 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 Schlag auf Schlag. Ja. So jetzt vielleicht, wenn die Inzidenz 35 überschreitet, dürfen es nur noch 50 Gäste sein. Und da weiß ich noch genau, wie ich mit den beiden telefoniert habe und die Blumen schon bestellt hatte. Ja. Weil die sehr bestimmte Blumensorten haben wollten und die musste ich eben schon sehr zeitnah bestellen. Und dann haben die noch gesagt, okay, also wenn wir jetzt nur mit 25 feiern dürfen, dann machen wir das trotzdem noch. Ne? Also ja, dann ja findet trotzdem noch die standesamtliche und die kirchliche Trauung mit der großen, also großen, ja, also ja, mit ja der kleinen Feier statt. So, und dann plötzlich 2 Tage später hieß es, eventuell nur noch mit 10 Personen.
Und da weiß ich noch, wie wir stundenlang am Telefon gehangen haben und uns überlegt haben, wie können wir mit 25 oder 10 Personen ja. in diesem relativ großen Raum, wo man auch mit 120 hätte feiern können. Ja, ganz genau. Wie kann man das da schön gestalten, dekomäßig und lichtmäßig, dass es immer noch ein nettes Ambiente ist, in dem man sich auch nicht irgendwie verloren fühlt. Ja, ganz genau. Ja. Ich meine, wenn sobald alles ist, muss man sagen, in der Mitte. Es ist, ja, genau. Es ist mehr oder weniger so, es ist fast egal, wie groß ein Saal ist. Ja. Ja, man hat die Möglichkeit, eine Tafel zu bauen genau. Mit 25 Personen und das kann man so einen Rahmen, lassen wir genau. sagen, so bauen. Ja. Es ist machbar. Genau. Und ich meine, letztlich hat es ja dann leider nicht geklappt, weil die Location ja dann auch nicht für 10 Personen die Feier gestalten wollte. War ja auch ganz richtig, wie es jetzt letztlich gewesen ist. Die haben ja dann ihre kirchliche Trauung mit der großen Feier auch auf 2022 verschoben und ihre standesamtliche Trauung gefeiert. Und da sind wir ja noch zu denen nach Hause gefahren, haben das ja innerhalb von wenigen Tagen alles komplett umgeworfen und waren dann bei denen zu Hause und haben dann Licht und Deko gemacht für 20 Gäste auch. Ganz und genau. Die hatten einen fantastischen Tag. Ja, aber die Entscheidung war, wir sagen jetzt nicht mehr ab, genau. wegen der Einschränkungen. Genau. Wir wollen dann das immer noch machen. Ja. Weil das ist im Endeffekt, was ich sehe, auch nicht unbedingt in Deutschland. Ja. Aber in England, wo die Einschränkung ist viel intensiver oder auch in Amerika, wo viele Dienstleister reden hier über, dass ihre Brautpaare wollen diesen Tag nicht mehr verschieben. Ja. Man kann auf eine gewisse Zeit, und ich glaube, wir haben, ich glaube, viele von uns hat erstmal gedacht. Change mal das Setting, das wird immer dunkel, schreibt meine Freundin. Danke. Moment mal. Ich kann auch noch irgendwas hier machen. Nein, du brauchst ja nicht weggehen. Was haben die denn gesagt? Das ist für uns, dieser Tag ist so wichtig für uns und wir haben wirklich auf diesen Tag gewartet. Genau. Wir haben für manche Brautpaaren, das war schon 2 Jahre in Planung. Ja, ich und dann weiß. Kommen also wir dann in diese Corona-Zeit und dann ist es so, jetzt müssen wir verschieben und jetzt müssen wir nochmal verschieben. Und da hören wir hier in Deutschland mehr so, es ist für uns wichtig, dass wir wollen gerne, dass unsere Familie und Gäste sind dabei. Ja, und die Ängsten. Genau, das ist es. Und hier in Deutschland manchmal, ich bekomme den Eindruck, entweder ich mache das mit den 80 Personen oder 100 oder Personen gar nicht. Oder nicht. Ja. Und wir können nicht wirklich auf diese Stückzahlen mehr so drauf lassen. Und das ist dann so für mich, ob wir sollten mal ein bisschen nachdenken über, soll man sagen, 2 Feier zu machen. Ja. Eine kleinere Feier, wo wir haben immer noch dieses Datum, wo wir haben alle so drüber geplant. Genau, also das Datum, was wir uns vorgenommen haben, da zu heiraten. Ja, ja. Genau. Das da mit wirklich so kleinsten Ängsten. Kreis. Die Leute, die man unbedingt dabei haben möchte, wenn man sich wirklich das Ja-Wort gibt. Ja. Worum es ja letztlich geht. Ja, das ganz genau. Das sind ja 2 verschiedene Paar Schuhe. Ja. Die Trauung, sich Ja zueinander sagen, dieses Commitment, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, für Commitment. Help me out here. I'm not gonna help you out. die Verpflichtung, das Versprechen, was man einander gibt. Ne? Und dann natürlich noch das Event. Ja. Also dieses Party-Feier-Event. Ja, es ist nicht, dass die anderen 20 oder die anderen so 60, 80 Personen sind nicht wichtig. Doch, die sind wichtig. Ne? Es ist nicht, dass die sind nicht wichtig, wir müssen einen Kompromiss finden. Richtig, wir müssen einen Kompromiss finden und dann stellt sich ja die Frage, was können wir den Paaren da anbieten? Ich will nicht sagen, dass eine Ehe ist sowieso gebaut auf ganz viele Kompromisse. Kannst du aber ruhig. Aber
Aber nach Naja, 23 Jahren so verheiratet, ja. man, Ja. man lernt etwas, Ja. das im Endeffekt ein Er ist mehr als, ja, dieses Tag ist natürlich für uns sehr wichtig. Genau. Es ist, man könnte sagen, es ist der wichtigste Tag unseres Lebens, aber das ist eine Lüge. Ja, aber Weil es die ist wichtigste einer Tag der ist unser wichtigen. Leben, ist wahrscheinlich unser erstes Kind zu bekommen. Ja. So, aber bis dann Ich wollte ist gerade das die sagen, wichtigste Tag ist genau, unser Leben. oder ja, es ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Tage. Also ich meine, ich habe ja auch schon zwei Kinder bekommen. Ja. Und ich zähle trotzdem meinen Hochzeitstag als auch durchaus einen der wichtigsten. Ja, ich weiß, dass ja, natürlich den Trend ist, mittlerweile, ich habe mal schon ein paar Hochzeiten gemacht, wo das Brautpaar, die haben geheiratet nach ihren Kindern. Ja, klar, kenne ich Und auch. eigentlich, Ich bin selber ein Kind, was mit seinen Eltern geheiratet hat, ja, ja. aber manchmal, das ist der Fall, weil in dieser Zeit, die mussten umziehen oder die waren am Ja. Studieren oder die haben ein Kind bekommen. Das war nicht, genau nicht der richtige Punkt, Genau, zu heiraten. ja. Und dann 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre später, dann haben die Dann haben die heiraten die. geheiratet, ja, und ich finde es auch immer besonders schön, dann die Kinder mit einzubeziehen, Ja. ja, in die Trauung. Also Ja. hier spricht die freie Rednerin aus mir. Ich finde auch generell Hochzeiten mit Kindern sind total schön, aber wir sind jetzt so ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir wollten ja uns darüber unterhalten, was können wir den Brautpaaren. Well, es ist ein Zusammenhang zu dem Punkt, ob Genau. ist das zu heiraten, Ja. ist eigentlich von meiner Meinung viel wichtiger als eine große Feier zu machen. Ja, Wir dennoch. wollen gerne natürlich mit alle Freunde und Familie, Ja. das wollen wir gerne dieses Tag teilen. Und das ist ein Teil von die gesamten so Traditionen, die wir haben. Aber wir sind nicht unbedingt in der Lage, um das zu machen. Und dann vielleicht die Gedanken zu machen, okay, dann wir halten unseren Tag fest, Ja. ja, oder wir finden einen Tag, wo wir verstehen schon, dass wir vielleicht mit 10 oder mit 25 20. Personen oder sowas, dass wir eine kleine Feier machen können. Und wenn wir haben endlich diese Erlaubnis, Genau, dass dann. alle, Ja. ob das ist dann am Ende des Jahres, Ende Oder nächstes 2021 oder Jahr. 22 Übernächstes Jahr ja, ist oder es. Genau. 23, dann kann man etwas Größeres planen. Ja. Und im Endeffekt, was ist der Unterschied? Weil ja, der Teil ist, wenn du feierst mit 80, 90, 100 Personen, das ist schon ein guter Summe von Geld, das man ausgibt. Ja, natürlich. Und mit 10 Personen und 25 Ja. Personen, da spart man ein bisschen. Spart man ein bisschen, kann man auch länger sparen und dann hinterher üppiger feiern. Ja, Also, ja. ganz Ne? Ich genau. meine, weil es ist ja schon so, dass der Trend dahin geht, einfach, ja, ich will jetzt nicht sagen, total viel für seine Hochzeit auszugeben, aber es ist schon, Hochzeiten werden oder wurden in den letzten Jahren immer pompöser. Und Ja. also es hat sich schon eher so wirklich ein Event, wie man es jetzt vielleicht auch für ein Corporate Event oder so planen würde, mit so viel Liebe zum Detail, mit so viel Programm, mit ja, Ja. so vielen Acts auch, Live-Musiker, DJ sowieso, ne? Fotografie, Videografie, also. Ja. Es ist Der ist viel verändert, definitiv in den letzten 10 Jahren. Ja. Und das haben wir denn schon mal gesehen, dass das ja, von 10 Jahren hier, das war erstmal so ein bisschen modern. Wir haben erstmal dieses so erste Teil von dieses LED-Technik, wo das war so viel einfacher, Da spricht um wieder der viel Techniker anzubieten. aus dir. Ja, dass da. Aber dann natürlich, dann kam dann langsam so mehr dieses Vintage-Style, Ja. bedeutet,
Ja, so bunten Farben war nicht wirklich im Trend. Ja, Und da außer muss mal mehr so eine ändern. Akzentfarbe, ne? So ein Magenta war ja lange sehr in. Ja, leider. Ah! Nein, okay. Hier ist die Sache zu Magenta. Try to save that one. Okay, hier ist die Sache zu Magenta. Ist für erstens, ja, es ist eine tolle Farbe. Ne, das ist der erste Teil. Es passt zu vieler Blumendeko definitiv in Sommer. Genau. Ja, so, das ist alles gut. Ja. Nach 7 Jahren von dieser Magenta. Farbe jede Wochenende zu sehen, ja. Für, und das Essen ist Magenta. Well, das ist die nächste Sache. Das ist eigentlich die Einstellung von den Beleuchtungen und so weiter. Ist das, ja, man merkt schon, dass so ein Dienstleister oder anderer vielleicht stellen die Intensität von dem Licht, dass, dann haben wir eine volle Reflexion in den gesamten Raum, so anstatt, dass wir haben Akzenten von Magenta, ist das, der ganze Raum ist dann Magenta. Genau. Und dann das Essen. Telekom-Werbung. Ja, genau. Und man kann das nicht wirklich gut identifizieren, was ja, wir haben genau. auf dem Teller. Was haben wir denn da zu essen? Ist es Lachs oder ist es Rote Beete? Ja, ja, genau. Ja. Und noch dazu ist für Fotografen und für Videografen dieses Ton Magenta, ja, ist schwer, ne? Ist auch schwer so ja. zu bearbeiten. Ja, ja, natürlich. Und davor, die Fotografen, Videografen sind denn eigentlich in den Händen von soll man sagen, die Lichttechniker oder Lichttechnik. Ja, gut, dass du einfach alles bist, ne? So. Ja, ja, okay, es sei gut, dass ich kann von vielleicht zwei Perspektiven sehen, dass, ja, wenn ich mache Beleuchtung, es ist definitiv ein in Richtung Akzent, als alles über zu steuern. Ja. Aber naja, das ist eine das ist eine andere Sache. Aber wieder zurück auf eine schöne kleine Feier. Ja. Die Beleuchtung. Die Beleuchtung. Haben wir ja wir auch sehr schön gesehen. Entschuldigung, dass ich dir jetzt das Wort falle. Ich denke nur gerade positiv an die beiden Feiern im Oktober zurück, die wir hatten. Ja. Im Wasserschloss. Ja. Und auch bei Tanja und Tobi zu Hause. Ja. Wo du wirklich sehr schöne Akzente gesetzt hast mit der Beleuchtung. Und was gerade im privaten Wohnraum, wo ja dann gefeiert wurde, das einfach nochmal so ein bisschen... Es hat einen komplett anderen Gefühl in diesem Raum. Genau. Das heißt, man ist in einer Wohnung oder in ihrem Wohnzimmer. Und wir wissen ganz genau, wie es jedes Abend aussieht. Ja, genau. Und dann plötzlich einmal war das anders. Ja. Mit Lichterketten, genau. Ambienzbeleuchtung. Ja, genau. Ja, aber, diese ganze Sache. Aber auch im Schloss, wo ich ja dieses Farbkonzept hatte mit dem Gold und so einem pastelligen, ein bisschen Rot dazu. Und da hast du dieses wirklich wunderschöne amberfarbene, also wie heißt das auf Deutsch? So. Oh, auch Bernstein oder irgendwas. Bernstein, ne? Genau, stimmt. Also es war See, my German's not that bad. No, no one ever said it was. Bernsteinfarben ist also so ein schönes, warmes, goldenes Licht einfach. Was, also der Raum sah vorher schon toll aus, ne? Ein bisschen Kronleuchter da drin und ich habe es ja auch wirklich schön üppig dekorieren dürfen. Danke nochmal an die Jungs an dieser Stelle, falls ihr zuguckt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Deko-Konzept. Ja. Yeah. Aber das war einfach nochmal so das i-Tüpfelchen und daran... Also viele Leute sagen, ja, irgendwie Licht und so, das brauchen wir ja gar nicht. Aber das macht einfach so viel aus. Und gerade so kleinere Feiern kann man damit einfach nochmal total bereichern. Eine kleine Feier, ich habe mal einmal eine kleine Feier gemacht. Es war in dem Burghotel in Blumberg. Ja. 13 Personen. Im Spiegelsaal bestimmt. Oder in so einem Ratsherrenzimmer oder so. Es war den, ja, das war hier, ich in weiß nicht, welcher das ist. In dem Blauen, ja. Wo normalerweise eine Trauung genau, gibt. Genau, genau. So, Insider-Info. Ja. Aber 13 Personen. Wow, ja, okay. Und am Ende waren nur 11. Weil nur 11 gekommen sind, oder? So, ja, genau, oh, das sind 2, das konnte nicht 2, gekommen. Mh, das ist meistens so bei einer Hochzeit, man verliert vielleicht sowieso 5%. 10, ja, ne, so 10 bis 15 oftmals sogar. Ja, und bei mir in meisten Fällen, ja, wir verlieren vielleicht 2 oder 3 Personen und sowas. Ja. Also das ist normal. Ja. Und aber trotzdem, wir haben nur so 11 Personen am Ende. Ja, das ist natürlich... Man, und
Die wollten wirklich Beleuchtung, DJ, Gange. Mit Ja, 11 Personen. mit 11 Personen. Oh, wow. Und ich war so, Und hat das wirklich? geklappt? Hat es. Ja. Ja, und das ist das Ding, ist, dass du brauchst in so einem Fall, du brauchst alle so, das wollen gerne feiern und wollen wirklich Ja, alles klar. ausgeben für das Brautpaar. Ja, klar. Und das hatte alle gemacht. Und ja, okay, die Feier ist nicht bis 4 Uhr morgens Nein, gegangen. Es natürlich war so nicht. bis, ich glaube, bis halb 2 oder so Das haben reicht wir so ja auch, ne? gefeiert. Ja. Und continually, seit wir haben den Öffnungstanz Ja. gemacht, continually haben wir immer vier Personen, mindestens so vier Personen auf der Tanzfläche. Wo war da die Tanzfläche? Auch in dem blauen Das Zimmer? war, der ist eine kleine Nische, so ein Ja, um Fenster die in eine Ecke, kleine ne? Nische, Ja. so vorne, also Ja. von diesem Tafel da. Ja, genau. Genau, ich habe mal zwei Ah. Lautsprecher da und wir haben das da, wir haben die Tische so ein bisschen zurückgeschoben. Und das war so niedlich, aber von Gefühl her, das war so total intim. Ne? Ja. Du, ich als DJ, ich habe mal so richtig gefühlt als ein Teil von dieser Familie, von den Abend, das ist Ja, ist sie, es bestimmt ist schön, toll. oder? Es war total schön. Ja, ja. Und das sehe ich öfter bei Ja. kleineren Veranstaltungen. Ja. Ich habe mal manchmal so eine Hochzeit nur mit 30 Personen Ja, oder gehabt. Pia und Alex. Ja. Die in diesem Jahr, die wollten ja auch eigentlich mit 80, glaube ich, feiern, Genau, ne? und dann haben die dann Und entschieden, dann doch nur mit 25 oder 22 waren es sogar nur ich glaube letztlich. 22, ja, ich glaube, die 22. haben so 30 gesagt, Drei, zuerst ja, mal. genau. Und dann waren es aber 22 letztendlich. Ja, genau. Und Und ja, wir haben immer noch so die Lichterketten und ja, alles ah, die aufgebaut sind für so den. schön. Ja. Und schön elend aufzubauen. Ja. Elendig auf Also, ich Zuschauer. weiß nicht, ob das das richtige Wort zu Anthony, nutzen. das kann ein Thema für einen neuen Livestream sein, die elendige Aufbauerei, die wir Hochzeitsdienstleister immer an den Tag legen müssen. Ja, das ist so nach dem Motto, wisst ihr eigentlich, was wir alles für euch leisten im Vorfeld, damit es so Oh, schön aussieht? ich wünsche mir, dass wir können so, ah ja, Ja, genau, genau. aber wir Ding, packen das einfach so, zack, ding, zack, ding. zack. Here's my magic wedding wand. And then Ja, ding, das ding, ist ding. getan. Alles appeared einfach nur so, auch die Blumen und so. Ich muss die nicht erst, naja, okay, anderes Thema, aber Ja, ja. aber 1,5 Stunden nur für Lichter aufzubauen. Ja, aber ja. Und nicht viel, Nee, stimmt, aber aber hier trotzdem diese schön, ne? Strands auch, ne? Ja. Ja, gut, was soll ich sagen, mit meinen Blumen und dem ganzen Kram, wieder 6, 7, 8 Stunden teilweise mitzugange, ne? Also, Ja. ja. Das ist da, aber das ist das Ding, ich glaube, was ich oder wir wollten mal sagen, ist, wir können das immer noch schön machen Ja, genau. und du hast einen komplett anderen Gefühl. Die kleinere, diese Feier ist, die intensive, manchmal die intensive, die Emotion ist. Ich habe das in meinen Trauungen auch so durchaus erlebt. Also natürlich möchte ich nicht sagen, dass das weniger schön ist, als wenn man mit vielen Gästen das teilt. Und ich meine, ich liebe das einfach, wenn ich meine Trauzeremonie halte und die lachen alle mit und die haben alle so dann ihre kleinen Freudentränchen und so. Klar, es ist toll, wenn das bei 100 Leuten quasi gleichzeitig passiert. Aber trotzdem diese kleineren Feiern mit so 20 oder 30 oder vielleicht 15 Personen, das ist einfach, das ist so, das ist einfach persönlicher noch irgendwie, weil die Ja. alle irgendwie viel mehr so mit dabei sind. Ich kann das irgendwie so schlecht in Worte Du hast fassen. auch natürlich mehr Zeit für jede Ja, Person. das So, das ist auch auch. Ich manchmal meine, in so, der ne? Traurede ja nicht, aber Nee. natürlich bei einer Hochzeit. Ich sage ja auch immer zu meinen Brautpaaren, überlegt mal, also gerade wenn die so große Hochzeiten haben, überlegt mal, 150 Personen habt ihr und ihr macht irgendwie eine Stunde Empfang vorm Dinner. So, und dann rechne mal die Zeit, ne, also durch die Gäste. Speed Dating, so Ja, fast. so, hier. Happy Wedding und so, ne? Weg mit dir. Ich muss noch allen anderen irgendwie Ja. einen Hug geben und mir gratulieren lassen. Also es ist ja, man hat ja letztlich, es kommt vielmehr vielleicht auch mal ein bisschen Stress bei dem einen oder anderen auf,
weil man irgendwie weiß, okay, ich hab da noch 4 Tische von Leuten da hinten sitzen und ich habe noch gar nicht mit denen gesprochen. Ja. So, ne? Ja. Also ja, ja. Es ist schon, wie gesagt, verstehe mich nicht falsch, ich möchte jetzt nicht irgendwie promoten, dass alle Leute nur noch im kleinen Kreise heiraten und feiern. Aber es hat seine hat Vorteile. Vorteile. Hat auch Vorteile. Und das ist Ja. zu jeder Situation. Genau. Da sind immer Vorteile Pros und Cons. Und Ja. das Vor- und Contra. Das auf jeden Fall. Aber das ist unsere, die, nein, es ist kein Problem. Was ist das? Es ist eine Herausforderung. Ja. Dass wir haben in dieser Zeit. Wir wissen noch nicht. Momentan ganz einfach. Für mich persönlich, ich kann meine Arbeit nicht machen. Ja, ich auch nicht. Die Gastronomen sind zu. Yep. Catering bedeutet, Catering ist dann auch zu. Yep. Bedeutet, da gibt es keine Feier. Richtig. So, ich habe für diese Monat zum Beispiel, ich hab wirklich gedacht, oh, ich habe noch 2 Hochzeiten. Same here. Und ja, leider, leider abgesagt. Ja, genau. Und das ist für uns persönlich unsere Existenz, was wir haben wirklich gehofft, na, würde uns ja. helfen. Ja, genau, vor allem nach diesem Jahr. Ja, ich genau. meine, der Sommer war ja super und der Herbst war zum Teil, also der Frühherbst war ja auch noch. Genau. Ne? Aber eigentlich ist ja unsere Saison von April bis genau. November, Dezember. Ich meine, bei dir kommen ja auch noch die ganzen Corporate Events dazu. Die ganzen Firmen feiern. Ich glaube, die würden auch ausfallen. Die werden, ja, ja, also bei dir kommt im Normalfall noch die ganzen. Ja, normalerweise habe ich Weihnachtsfeiern, Sommerfeiern. 10, 12 Veranstaltungen noch für Dezember ja, manchmal du? Und ja. ja, die sind auch weg. Ja, natürlich sind die weg. Aber das ist, und das ist genau, warum wir haben entschieden, dieses Livestream zu machen. Weil wir wissen wirklich nicht in den nächsten paar Monaten, was ob das wir den 10, können wir mit 10 Personen ja. eine Trauung machen, ja. Mit 25 oder doch mit 50 Personen. Mhm. Ich kann nicht wirklich vorstellen, dass den Lockdown, den wir jetzt haben, würde bis Sommer halten. Nein, kann ich mir auch nicht vorstellen. Auch wenn ich ja keine Wahrsagekugel ja. habe. Ne? Aber im Endeffekt, ob man heiratet in Oktober, November, wo das wird sowieso ab 4, also ab 5 Uhr, lass uns mal sagen, wird sowieso dunkel. Mhm. Oder man feiert im Januar, Februar, März. Genau, das so ist ja Sache. Noch so die Chance. Quasi, genau, ne? die ja. andere also Sache. Ja. Potenziell. Ja, ganz genau. Ja. Die sind wirklich da und das Problem ist für viele Locations in Deutschland, die sind schon gebucht für Sommer. Richtig. Bedeutet entweder ja, muss und er... Dienstleister. Ich bin auch rappelvoll im Sommer. Ja, ich auch, das ist... Also. Ja, weil alles ist in einer Kette. Genau, also es waren schon Buchungen da, bevor Corona anfing, ja. eine Situation zu sein. Ja. Dann haben alle aus 2020 oder sehr viele rüber geswitcht zu 2021, ohnehin schon. Mhm. Ja, und es kamen auch neue Brautpaare. Also im Sommer, als es wieder möglich war zu feiern, habe ich auch nochmal eine ganze Welle neuer Anfragen bekommen für nächstes Jahr. Paare, ja. die sich nächstes Jahr trauen lassen möchten oder auch feiern möchten und auch mit vielen Personen, ne, zum ja. Teil. Ja. Und insofern, es ist jetzt voll. Also wir haben das ja sowieso. Ich meine, ich als Hochzeitsplanerin weiß das schon seit irgendwie 10 Jahren, dass man im Idealfall so mindestens 9, aber besser so 18 Monate im Vorfeld schon anfangen sollte, seine Hochzeit zu planen, wenn man denn wirklich die Wunschlocation haben will und mhm. so die besten Dienstleister für einen und so, weil es yeah. einfach so lange im Normalfall schon braucht. Und jetzt staut sich das alles so gewissermaßen auf, ne? Und ja, genau. Und das, so, wir haben so viele weniger, mehr oder weniger, alle Samstagen sind weg. Genau, alle Samstagen sind. Ich habe schon Hochzeiten mittwochs oder Sonntag. Ja, das ja. ist es. Ich habe mal schon ein paar Mal sowieso auf einer Sonntag ja. so Hochzeiten gemacht. Ja. Das ist
Das ist total cool, finde ich. Ja, habe ich auch schon ein paar Mal Trauung gehört. soll man sagen, 11:30 Uhr Ja. oder 11 Uhr Oder gerade auch im Winter, ne? im Winter. Ja, genau, das ist, im Endeffekt ist es genau das Gleiche. Das Genau. ist, was ich wollte mal sagen. Es ist, ne, ob man macht das sowieso in die Oktoberzeit, wo das wird, ja, man kann nicht wirklich jedes Mal auf schönes Wetter garantieren. Nein. Und das ist mittlerweile, ja, okay, wir haben keinen Klimawandel, ja, aber 25 Grad oder Ja. manchmal so auch im März Ja. haben wir schon gehabt. Ja, haben wir schon gehabt, aber Man kann nichtsdestotrotz, nicht auf das Sachen man, so nein, garantieren. kann man nicht garantieren. Aber wenn man jetzt sagen würde, hey, wir planen eine Winterhochzeit. Das ist es. Ja, so, und ich habe auch schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wirklich wunderschöne Winterhochzeiten gehabt. Genau. Und Ich meine, manchmal das hat ist man dann nicht. auch Schnee und das ist auch sehr schön und Ja, romantisch. es ist nicht wirklich ein Trend in Nein, Deutschland, aber es könnte einer über Winter werden. zu heiraten. Nein, aber es ist, oder ich Ja. finde, es sollte sogar vielleicht einer Ja. werden, weil gerade die, die sich jetzt vielleicht doch noch entscheiden zu sagen, hey, also entweder das ist uns zu riskant, Ja. zu warten bis irgendwie nächstes Jahr im Mai oder Juli oder keine Ahnung, ne? Wenn das jetzt wieder gelockert werden sollte, hoffentlich, ne? Wenn die das Infektionsgeschehen in den Griff bekommen, Ja. weil die Impfung kommt oder was auch immer, dass sie dann sagen, oder eben die jetzt sich neu verloben vielleicht, ne? So über Weihnachten, Silvester gehen ja immer ganz viele Heiratsanträge rein, wenn die kurz entschlossen sind, die Leute. Ja. Also wir können das ja möglich machen. Ja. So eine Januar-Februar-Hochzeit. Ja, und guck mal Und so den Situation zu Christine und Philipp. ja. Das haben wir innerhalb von 2 Wochen organisiert. Ja. Und das war nicht etwas Kleines. Das war zwei Nein. Ja. Zelten, Beleuchtung überall Ja. hin, Immer die Pflanzen, ganzen, ja, Pflanzen, das war Blumen. nicht nur, das war nicht Blumen, das waren Pflanzen. Ja. Genau. Aber das war so Ja. wirklich und Und alles innerhalb von genau. 2 Wochen Genau, organisiert. also das ist machbar. Also ich meine, vor allem hier, Achtung, Schleichwerbung mit meinem und deinem Know-how. Ja, ganz Ja, genau. weil, Ich meine, wir sind nicht alleine. Also nein, wir sind nicht alleine, und aber die wir sind anderen kennen, genau, wir kennen die Dienstleister. anderen Dienstleister, aber wir können das gut koordinieren und planen Ja, und absolut. haben die Connections und haben es auch schon. Ja. So, ja, im Endeffekt, wir sollten, wenn wir haben wieder eine neue Lockerung, da vielleicht sollten wir ein bisschen nachdenken über, okay, jetzt haben wir das. Wir Jetzt haben wir die sollten diese Chance. Angelegenheit Genau. so nehmen, Ja. weil zu heiraten und die Bedeutung hinter einer Ehe Ja. ist ist eine Marathon, ne? Es ist eine Ja. langfristige Sache. Das ist Genau. unser Leben. Genau. Es ist eine Versprechung. Ein Versprechen. Eine Versprechung, Jesus, die was war wir das mit Commitment, was ich eben. die wir machen. Genau. Und das ist für unser Leben. Genau. Und nicht nur ein Tag. Richtig. Obwohl, ja, den Tag Natürlich wollen ist wir die das Verbindung. zelebrieren. Ja. Ja, aber ehrlich, Es geht um den viel Ehe, mehr. es geht wirklich viel mehr Ja, und das ist, um dieses Ehe. Und genau. das ist wirklich eine Sache, wie wir das sehen. Es ist, wir können immer noch schöne, kleinere Feiern machen, wo wir können immer noch später eine größere Feier machen, wenn die Zeit kommt, Ja, dass wir dürfen das endlich genau. machen. Und wir können uns dann ja auch überlegen, ob wir dann nur standesamtlich klein heiraten. Ja. Ja. Oder ob wir vielleicht eine freie Trauung machen und die streamen für unsere Hochzeitsgesellschaft. Ja, ich Ja. wollte nicht unbedingt so sofort an oder soll man sagen an den Endpunkt an den Streaming im Endeffekt so zu reden. Aber Ich kann es ja vielleicht ja, zurücknehmen. einen Stream zu machen, so letztendlich, wenn man redet über einen Stream. So, wir können mal sehen, dass es ist machbar. Von verschiedenen Perspektiven. Brautpaar, Gäste, Ja. Redner. Auch den Band oder Sängerin oder Ja. sowas mit verschiedenen Kameras. Wir haben definitiv mittlerweile die Technik,
dieses, es ist definitiv möglich, einen Livestream zu machen. Ja. Der ist auch die einziges Ding, was steht im Weg von einer Livestream, im Endeffekt, ist die Internetverbindung. Ja, die haben wir ja jetzt neulich getestet fürs Lind am See. Genau, das haben wir gemacht und man braucht nicht eine richtig schnellere Internet, aber es muss stabil sein und es braucht doch eine gewisse Geschwindigkeit. Und was wir sehen mittlerweile in Deutschland ist langsam, dass wir können ein bisschen mehr an entweder die Daten, so mobil Internet, die wir haben, wir können ein bisschen mehr an das so vertrauen, aber auch nur natürlich in viele Locations, sie haben sowieso DSL und so weiter und das ist dann auch machbar. Aber jedes Mal, das muss getestet werden. Ja, genau, ist schon aufwendig, ne? Genau, und wie wir sehen, ist das für eine Livestream, das muss erstmal eine Probe machen. Und dann zu sehen, sind wir online, sind wir nicht online. Funktioniert das? Das ist erstmal, wir sind nicht online. Ach doch, wir sind online. Alle haben es gesehen, wenn wir noch die Kamera verstellt haben. Aber wir waren, das ist so die erste Livestream, die ich gemacht habe. Aber ich sehe, dass die Technik ist da. Ja. Und wir sind eigentlich nur hier, deswegen haben wir nur eine Ambient-Mikrofon. Aber normalerweise, man hat... Hier ist ein kleiner Böbel da. aber ansonsten, das ist wirklich kein Thema, so mit Funkmikrofonen und so weiter, wo man bekommt auch eine sehr direkt Eingang dann so mit dem Audio. Viel klarer, weniger. Ich höre ja jetzt nicht, wie unser Ton ist. Nee. Aber das haben wir schon vorhin so getestet. Wir wissen, dass wir haben ein bisschen Reflexion von diesem Zimmer. Genau. Das verstehen wir schon. Anthony hat nicht genug Zeug in seinem Wohnzimmer. Nein. Nein, leider nicht. Nein, es ist okay, wie es ist. Ich wollte gerade sagen, es ist auch total schön. So, there you have it. Yeah. Unser erster Livestream und dass ihr sollte vielleicht ein bisschen nachdenken. Genau. Wir sind hier, glaube ich. Nachdenken über, was ihr möchte gerne in den nächsten Monaten wegen heiraten und zu feiern, mit wie viel Gäste. Dass wir haben immer den Chance, mit einer größeren Feier so etwas nachzuholen. Genau. Ja. Und denk mal so ein bisschen dran, dass in die nächste Zeit, ganz genau wegen Corona, dass wir können immer noch ganz schön mit unseren Ängsten immer noch feiern. Im Winter vor allem. Im Winter. Auch im Winter. So. Ja, auch Winterhochzeiten können total schön sein. Ja, absolut. Und das können wir euch auch noch binnen kurzer Zeit auf die Beine stellen. Also für die neuen Brautpaare oder die Kurzentschlossenen, die sagen, wir wollen es vorziehen oder so. Ja, ganz genau. Ja? Aber ich meine, absolut. Das Problem ist mit fast alle Datumen über Sommer fast weg. Ja, und Sommer fängt quasi im April an bei uns. Ja, genau. Ja. Und aber weil die fällen weg, weil wir haben... Die Brautpaare von dieses Jahr, die sind jetzt in nächstes Jahr und das wollte gerne sowieso in 2021 wollten wir heiraten, die haben auch diese Daten. Ja. Das lässt eigentlich nicht wirklich viel mehr Platz Richtig. Übrig. Oder Datum übrig. Oder so. Oder Mittwoch, Sonntag. Donnerstags. Ja, Mittwoch, Donnerstags. Geht alles. Also, wir haben da Zeit, ne? Wir haben Zeit und die Locations haben auch Zeit. Die Locations haben Zeit, genau. Also, Leute, heiratet im Winter oder. An einem Nicht-Freitag oder Samstag. Ganz genau. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja. So, Mona, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, sehr gerne. Und es hat ein bisschen Zeit gedauert, bevor
wir haben das so wirklich getan. Genau. So, Entschuldigung für das. Ja, solange du die Videos wieder löscht. Aber nächstes Mal, wir machen das richtig. So. Genau, so. Nächstes Mal machen wir das richtig. Dann würde ich sagen, bis dann, bleib genau, gesund. Bis dann. Und wir sehen uns später. Genau, wir versuchen das mal nochmal irgendwann. Bis dann, ciao. Ciao.